Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen, Zeit einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Herzlich willkommen an diesem Mittwochmittag aus Pöttelsdorf. Pöttelsdorf ist ein evangelisch geprägtes Dorf im Burgenland, nahe Mattersburg gelegen. Wir sind in einer prächtigen neugotischen Kirche, die vor 120 Jahren erbaut wurde. Weil sie so ausgeschmückt ist, wird sie im Volksmund auch der Dom im Wulkertal genannt. In dieser Gemeinde haben wir uns entschlossen, dass wir Pfingsten mit den Gottesdiensten wieder beginnen. Am Pfingstsonntag werden wir hinausgehen und auf der Wiese neben unserer alten Schule Gottesdienst feiern. Mein Name ist Andreas Hankemeyer. Ich bin seit 2015 Pfarrer in dieser Gemeinde. Heute beten wir nun an den Bildschirmen und sind im gemeinsamen Gebet miteinander verbunden. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In dieser Woche ist der Wochenpsalm der 27. Psalm. Ich lese in der Übersetzung der Basisbibel. Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Höre doch, Herr, mein lautes Rufen. Hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Gib meinen Fall nicht verloren und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt, denn Vater und Mutter haben mich verlassen, doch der Herr steht fest an meiner Seite. Zeige mir, Herr, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben. Dann haben meine Verleumder das Nachsehen. Überlass mich nicht dem Druck meiner Feinde, denn falsche Zeugen haben sich erhoben, um die Unwahrheit gegen mich auszusagen. Was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte? Ich werde die Güte des Herrn erfahren, solange ich im Land der Lebenden bin. Darum hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse neuen Mut, setze deine Hoffnung auf den Herrn. Liebe Mitbetenden, irgendwann wird es wieder so normal sein, dass ich ins Kino gehen kann. Ich setze mich hinein und schaue einen Film. Und ich will dann einen Film mit einem Happy End sehen. Natürlich muss der Film auch spannend sein. Natürlich soll er nicht durchschaubar sein, dass ich nicht gleich am Anfang weiß, was alles passiert. Es wäre dann doch langweilig. Aber bei allem, was der Film sonst noch soll, am Ende
möchte ich, dass er gut ausgeht. Ich möchte das Happy End sehen. Um das Ende geht es auch bei dem Lehrtext zur Losung des heutigen Tages. Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Er beginnt seinen Brief mit Worten der Begrüßung und des Lobes. Und er schreibt dabei im Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Diese Zuversicht ist eine große Gewissheit. Diese große Gewissheit gibt Sicherheit in der Unsicherheit. Diese Gewissheit trägt mich. Und wo kann das entstehen? Bei den kleinen Kindern. Bei den kleinen Kindern, wenn sie lernen, erfahren und spüren, dass sie bei Vater und bei Mutter geborgen sind. Dass sie merken, die schauen auf mich. Es kann mir nichts passieren, denn sie sind da und behüten mich. Wer das als kleines Kind erfahren hat und dann verinnerlicht, den trägt dieses im ganzen Leben. Denn durch dieses Urvertrauen kann ich später auch glauben. Kann ich dann hier merken, so ist Gott für mich da, den ich zwar nicht sehen kann, nicht greifen kann, aber er trägt mich, wie meine Vater, meine Mutter mich getragen haben. Dieses kindliche Urvertrauen bringt das Gesangbuch von uns mit Worten von Arno Pötzsch hervor. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das bedeutet, früher hat es etwas gegeben, das ich erlebt habe, wie da Gott gewirkt hat. In der Vergangenheit war es. Ja, aber da haben wir Gutes erlebt, erfahren und es genossen. Daran erinnern wir uns heute. Und wir sind uns sicher. Egal wie es heute ist, Probleme und Sorgen, Unsicherheiten, es wird weitergehen. Es wird gut weitergehen. Denn Gott wird das, was er begonnen hat, gut weiterführen. Vielleicht bedrücken mich heute Sorgen. Vielleicht fehlt mir die Fantasie, um mir vorzustellen, was all das Gutes bewirken kann. Aber es wird zu einem guten Ende geführt werden. Diese Gewissheit habe ich. Dieses Urvertrauen habe ich erlernt, erfahren, und das soll mich bestimmen. Dieser Glaube, diese Zuversicht, diese Gewissheit. Amen. Dich, unseren gnädigen Gott, bitten wir. Stärke unseren Glauben. Lass die Gewissheit in uns wachsen, damit wir Kraft schöpfen und in deiner Welt helfen und dienen können. Wir danken dir, dass die Zahl der Erkrankten immer weiter sinkt. Bewahre uns vor Übermut, bereits alles als überstanden anzusehen und nun übermütig zu werden. Erfrische du die Ermüdeten
dass sie sich aufrichten und neuen Mut schöpfen. Sei du bei denen, die sich Sorgen um die wirtschaftliche Existenz machen, bei denen, die ihre Arbeit verloren haben. Sei du bei denen, die in den letzten Wochen übermäßig viel arbeiten mussten und jetzt kaum noch Kraft haben. Sei bei denen, die Angst beherrscht, und befreie sie von Zwängen. Lass uns als Kirche zu einer Quelle des Vertrauens und der Zuversicht werden. Lass uns predigen von der Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Lass uns munter und fröhlich sein und wieder unbeschwert Gottesdienst feiern. Lass uns tiefe Gemeinschaft spüren und Erfüllung erleben. Lass uns Zuversicht erleben und vollende, was du in Jesus Christus an uns begonnen hast. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die wir von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Bei Gott, dem Sohn, Jesus, der uns begleitet. Bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Aus diesem Mittagsgebet gehen wir weiter an die Arbeit, an die Aufgaben, die vor uns liegen. Wir gehen weiter mit dem Segen Gottes. Der Herr, unser Gott, segne dich und erbehüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.